Hallo? Jürgen Dreves. Ja, Jürgen Dreves hier. Hi Jürgen, hier ist der Peter. War das gerade die Wunderkerze? Wenn die Wunderkerzen brennen, hast du das gehört eben? Ja, super. Das ist auf deinem Telefon drauf. Ja, klar. Ich will ja Gold machen. Du, weil das verkauft immer noch das Scheißding. Und deswegen habe ich es immer noch drauf. Ansonsten würde ich singen, es war alles am besten, aber es wird erst dann am besten sein, wenn du mal irgendwann kommst. Ja, ich gehe nämlich schon vom Hotel. Ja, ich bin gleich da. Okay. Okay, bis gleich. Gut. Tschüss. Bis sofort. Tschüss. Tschüss, tschüss. Hallo. Hi. Darf ich mich zu dir setzen? Gerne. Ja, ich kann in meinem Alter nicht mehr so fließend reden. Ich werde Rücksicht nehmen. Bitte. War das gerade noch Ramona? Ja. Geht die mit den Hunden jetzt spazieren? Ja, die will auch irgendwo was noch kaufen im Bahnhof. Ich weiß auch nicht, was ihr fehlt. Vielleicht will man es gar nicht wissen. Nee. Ja, ich will nochmal Tschüss sagen. Engel, komm mal rüber, bitte. Nein, ich darf nicht so nah an fremde Autos, hat mein Mann gesagt. Ja, da hat dein Mann auch völlig recht. Nicht so nah, lass dich von keinem ansprechen. Nein. Und sei ganz vorsichtig, wenn du mit deinen beiden Hunden gehst. Also, dann fahr doch mal los. Du bist unerschwinglich. Das ist schön, dass du es sagst. Ja. Gut. Ja. Merkt ihr das? Ja, das, ich habe mir das schon lange gemerkt. Liebe dich, Engelchen. Bis gleich. Das war ihr jetzt gar nicht recht. Ich kenne sie, also mag sie gar nicht. Aber top Frau, ne? Ja, ich habe tierischen Spaß mit ihr. Wir sind 24 Jahre zusammen. Ja. Ich darf dir einen Apfel vorkauen, ist das schlimm? Gerne, gerne. Tu dir keinen Zwang an. Ja, ist das Hotel? Weiß ich nicht. Ich bin zu viel aufgetreten jetzt auf Mallorca. Ich bin ins Zimmer gegangen, bin sofort eingeschlafen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es ist. Du weißt auch nicht mal, wie es heißt. Ja, ist jetzt auch egal, es bist ewig. Auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen her und sie sagte, ich bedauere dich sehr. Komm, ich sie lachte und sprach, ich brauch keine reichen Damen. Jetzt kommt das hohe Fiss. Okay. Ein Netz im Korbett, das ist immer. Kommst du immer noch hoch, ne? Ja, klar, komm ich hoch. Ja, normalerweise singe ich das ja wohl. Und was ist schon dabei? Die Grillen singen. Und es duftet nach Heu, wenn wir träumen. Ich finde das so genial. Was? Das Lied? Ein Netz im Kornfeld. Wenn dir im Kornfeld ein Horn schwellt, dann hat man Zelt und abgeprellt. Gerade hier so eine Warmfelde, Regen oder Jinglebell. Da hat man sich am Bett das Feld, dann nennt man das ein Feld. Mit komplett wenig Geld hast du dann ein Bett im Kornfeld. Ein Fahrrad, ein Mädchen, Onkel Jürgen macht sie klar. Hast du ein Feld aus Korn und Weizen, Onkel Jürgen, wunderbar. Weiter, weiter steht er, wenn der Feld und Schalter. Hopp, hopp, Reiter. Ein Netz im Kornfeld. Ja, als ich dann immer so rumgeeiert habe, soll ich jetzt wirklich singen, soll ich es nicht singen? Was mache ich jetzt bloß? Wie sage ich das meinen Freunden, wenn ich so ein Bett im Kornfeld? Ich fand das damals richtig eierig. Und dann kamen so Leute wie Fritz Wepper, den ich gut kannte, sagte, ach, das ist aber gar nicht schlecht, ich stehe zwar nicht auf Schlager, du ja auch nicht, aber ist doch lustig. Am Horizont geht die Sonne unter und wir sind lange noch wach. Wir wissen beide nicht. Ich zeig dir mal, was ich geändert habe, denn ging nämlich anders. Okay. Und dann kommen wir zur Geschichte. Ich singe jetzt mal mit. Ich baue dir ein Schloss, das in den Wolken liegt. Würde ich jetzt privat normalerweise nicht machen. Ich bin dein Pilot, der dich in den Himmel fliegt. Alles klar, und jetzt kommt's von mir. Das habe ich gemacht. Würde ich durch alles. Alles, was es nur gibt. Ich sing das ja normalerweise. Ich sing das so laut. Ihr habt ihr ein Schloss. So laut singe ich. In den Wolken liegt. So laut singe ich das normalerweise. Aber ich finde, du bist ein ganz angenehmer Beifahrer. Ich rede zwar ein bisschen viel. Normalerweise rede ich kaum. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei dir, dass du kaum redest. Ich kann es dir immer vormachen, dann sage ich jetzt nichts mehr. Das muss jetzt auch nicht sein. Ja, genau. Du bist doch so ein Typ, da kommen noch die Leute an und glauben, die können sie einfach auf die Schulter klopfen, ja, und dann einen Kumpel machen und so. Ne? Heute, als ich in der Schiene ging, waren ein paar Jungs, es waren mehrere da, aber ein paar auch, die schrien von hinten auch in der Maschine, Onkel Jürgen, der König von Mallorca. Ja, da habe ich umgedreht, die haben alle geguckt, auch die vor mir haben sich alle umgedreht und die hinter mir haben sich auch umgedreht, zu den Jungs, haben sich zu mir umgedreht und ich habe den hier gemacht und sage, yeah. Und dann haben sie gesagt, ich bin der König von Mallorca. Haben wir alle gesungen, die Leute freuten sich. Ob alt oder jung. Es war alles am besten,
alles am besten. Ich hab jeden Augenblick gelebt. So geht das weiter. Jeden Tag und jede Nacht. Jedes Auf und Ab hab ich gelebt. Genau das. Es war alles am besten. Alles am besten. Ich hab jeden Augenblick gelebt.